Ja, hallo Leute, wir sind wieder bei Minecraft Feed the Beast und ja, wie ihr hier sehen könnt, bin ich gerade dabei, hier ja, eine Konstruktion zu bauen. Und zwar habe ich vor, ja, hier oben meinen Thorncraft-Raum aufzubauen. Ich habe hier einen dieser Silverwood Saplings. Da hinten könnt ihr einen am Horizont sehen. Und da vorne steht auch einer. Und ich will versuchen, diesen hier zum Wachsen zu bringen. Leider funktioniert für diese Setzlinge hier kein Bone Meal. Soweit ich das weiß, brauchen die Wies, also magische Energie, um zu wachsen. Und ja, daher habe ich auch gesagt, dass das ein Versuch ist, denn ich bin mir gar nicht sicher, ob wir hier in der Nähe einen Node haben. Das heißt, es wäre möglich, dass wir diesen Sapling hier gar nicht zum Wachsen bringen. Denn ja, der muss innerhalb der Reichweite eines Nodes sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann er keinen Wies bekommen und somit auch nicht wachsen. Aber ja, ich hoffe, dass er wachsen wird. Denn ja, ich finde hier oben ist ein ganz guter Platz für unsere Thorncraft-Geschichten. Wir sind weit genug von da unten entfernt. Und wir haben die Möglichkeit hier, ja, böse Sachen passieren zu lassen, ohne dass wir da unten davon betroffen sind. Das ja, ist zumindest meine Hoffnung. Denn wir werden mit unseren Thorncraft-Experimenten ja doch das ein oder andere an Flux herstellen. Und Flux ist ja böse Energie sozusagen, die ja böse Sachen passieren lässt. Beispielsweise spawnen dann ja Wisps oder Riesen oder Hexen oder sowas. Oder man kann auch Debuffs bekommen. Und ja, ein Node reinigt sich dadurch, dass er eben diese bösen Sachen hier passieren lässt. Und wir bekommen dann, ja, das entsprechend zu spüren. Gut. Das wäre diese Geschichte. Ja, ignoriert mal diese Konstruktion hier ein bisschen. Die ist noch nicht final. Ich kann aber schon mal erzählen, was ich hier vorhabe. Wir haben hier diesen Kreis. Das habe ich jetzt hier einfach mal ganz spontan mit Holz gemacht. Tatsächlich hatte ich diese Konstruktion hier oben schon vorher gemacht. Und wie man sehen kann, ist das hier momentan ein Quadrat, während wir hier unten einen Kreis haben. Und das soll auch so bleiben. Wir werden den Turm kreisrund machen und oben den Aufsatz, den werden wir quadratisch machen, wobei ich die Ecken noch ein bisschen abrunden werde. Das heißt, wahrscheinlich werden wir hier ja noch mal zwei Stufen sozusagen ranbauen. So stufenmäßig eins raus, rein, raus. Das wird wahrscheinlich das Design werden, beziehungsweise das Layout werden. Wir werden allerdings ja nicht nur hier diese, Moment, wie hießen die, Basalt Paver verwenden. Wir werden vermutlich auch noch ein paar andere Blöcke verwenden. Ich denke, dass zum Beispiel Nether Bricks ganz gut mit dieser Geschichte dann zusammenpassen werden. Genauso wie auch hier
Basaltbricks und Chiseled Basaltbricks. Ja, die werden wir auf jeden Fall verwenden. Und ja, jetzt können wir eigentlich nur noch hoffen, dass hier unser Setzling entsprechend wächst und wir unseren Baum bekommen. Ansonsten muss ich mir was anderes überlegen. Dann muss ich irgendwie schauen, dass ich ja, vielleicht weiter unten nochmal einen Setzling mache und so versuche, ja, ein bisschen Energie hierher zu kriegen. Das ist auf jeden Fall möglich, aber hoffen wir einfach mal das Beste und die Geschichte hier löst sich von selbst. Ja, wenn wir hier die Konstruktion anschauen, sehen wir, dass das momentan hier überlappt. Und tatsächlich habe ich vor, diesen Berg hier noch bis hierhin etwa abzutragen. Und da wird dann der Turm auch anfangen. Also hier unten. Und das Ganze, ja, wird hoffentlich ganz gut aussehen. Wenn wir beispielsweise hier von unserer, ja, sozusagen Fabrikhalle, dann hier nach oben schauen, dann sehen wir hier schön den Turm. Ja, und ich hoffe, dass das gut rauskommt, werden wir noch sehen. Ich habe auf jeden Fall ein ganz gutes Gefühl dabei. Aber gut, zu einer anderen Sache. Ja, der ein oder andere hat es wahrscheinlich schon bemerkt. Hier, ich habe hier neue Blöcke. Und zwar ist das die Beleuchtung, die ich machen werde. Das Ganze werde ich nochmal spiegeln und das wird sich hier auf dem Boden entsprechend wiederfinden. Und das wird mehr oder weniger dann die Beleuchtung werden. Und vermutlich werde ich das Gleiche dann nochmal hier nach unten bringen. Und ja, dann haben wir hier eine schöne Beleuchtung. Das sind, kann ich kurz mal zeigen. Hier, Inverted White Lamps. Und das hier ist das Rezept. Wir haben hier einfach sechs Glass Panes. Eine Redstone Torch und zweimal White Luma. Das ist relativ simpel. Zweimal Bone Meal, einmal Redstone und einmal Glowstone ergibt zwei Luma. Und das ist shapeless, das heißt, ich kann das hier platzieren, wie ich will. Ja, und so bekomme ich dann hier eben diese Lampen, die von Natur aus an sind. Und wenn ich die jetzt mit Redstone entsprechend anschließen würde und dann ja, eine Redstone-Fackel dran platziere oder einen Schalter oder sonst was, dann würden die ausgehen. Das heißt also, wir haben hier Lampen, die standardmäßig an sind und die mit Redstone ausgeschaltet werden können. Da kümmern wir uns später drum. Schauen, ui. Verschwenden wir hier Kohle. Das ist also, wie gesagt, der Stand, den wir hier bei unserem Thorncraft-Zeug haben. Und ja, jetzt müssen wir einfach nur noch darauf hoffen, dass hier unser Setzling wächst. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal eine Kleinigkeit an. Und zwar werden wir uns mal schnell was besorgen. Und zwar den Tisch da hinten. Wir werden nämlich jetzt ein bisschen mit Thaumcraft schon spielen. Da fällt mir übrigens gerade eine gute Möglichkeit ein, wie wir tatsächlich mal testen können,
Habe ich hier irgendwo. Fällt mir eine gute Möglichkeit ein, wie wir gerade mal testen können, ob wir ja da oben tatsächlich Wies haben oder nicht. Das sollte keine große Sache sein. So. Machen wir hier erstmal ja unser Inventar ein bisschen leer. Ich habe übrigens hier meine Soul Shards. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch die schon gezeigt habe. Der Skelett Soul Shard, den habe ich jetzt auf 207 Kills, das ist Tier 2. Den Zombies Shard habe ich auf 295, womit wir bei Tier 3 sind. Und ich habe hier einen Blaze Shard, wo wir auf 31 Kills sind, was momentan noch Tier 0 ist. Das, ja, ist jetzt nicht wirklich die Welt, aber könnte weniger sein. So. Dann packe ich mal kurz hier ein paar von den Sachen weg. Scaffolding brauchen wir gerade nicht. So, das ist doch schon mal ein bisschen aufgeräumter. Dann können wir uns vielleicht gerade noch. Eine Sache machen, die wir brauchen. Ein Cauldron. Kennt sicherlich jeder. Ganz stinknormales Vanilla-Item. Und dann holen wir uns noch was, was wir ebenfalls brauchen. Und zwar eine Lava-Can. Oh, da fällt mir doch gerade noch was auf, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Ihr seht hier zwei Dinge. Erstmal eine Ender-Chest und ihr seht hier dieses Ding. Das ist ein Chunk-Loader. Den habe ich auf einen Radius von, wie man hier sehen kann, drei Chunks gestellt. Das heißt, das sind insgesamt 25 Chunks, die geladen werden. Und ich kann mir natürlich auch die tatsächliche Größe anzeigen. Die wird momentan quadratisch geladen. Schauen wir uns das mal an. Und wir sehen, da verläuft die Grenze. Das ist immer geladen, dieses Gebiet. Wunderbare Sache. Und ja, ihr habt gerade diese Ender-Chest hier gesehen. Ich will jetzt hier mal den Laser wieder ausmachen. Diese Ender-Chest habt ihr gerade gesehen. Und diese Ender-Chest, wie man sehen kann, ist voll mit Lava-Cans. Und wir werden uns mal anschauen, wo diese Lava-Cans herkommen. So. Gehen wir einfach mal hier durch das Portal. Und wir landen im Nether und sehen hier eine Konstruktion, die ich gebaut habe. Wir sehen hier ebenfalls einen Chunkloader. Und wir sehen hier ja, einen Liquid Transposer. Das hier ist ein Filter. Da ist eine Ender Chest, die dreimal weiß kodiert ist, wie man hier sehen kann. Und dann haben wir hier noch eine Magmatic Engine, die ich momentan deaktiviert habe, weil wir sie nicht brauchen. Und hier oben habe ich mal noch eine Redstone Energy Cell hingemacht. Ja, und dieses Setup verwende ich, um dieses Gerät hier zu betreiben. Das ist, ja,
Eine Pumpe. Und damit können wir einfach Lava aus dem Nether abpumpen. Das Ganze landet dann hier in dem Liquid Transposer, beziehungsweise wird aufgesplittet zwischen dieser Magmatic Engine und dem Liquid Transposer. Und